Also das Barrow klappt schon mal nicht. Dann kann das weg. Na also, sie sind raus. Gut. Dann bitte hier einen Schaltblock hin. Bitte hier weiter channeln. So, damit wäre unser Stock, also unser Mülldeponie schon mal abgesichert. So, jetzt wollten wir gucken. Wir haben Türen schon mal, drei Stück. Machen wir erstmal Pause. Türen. Die drei Türen platzieren wir da schon mal. Jetzt brauchen wir zwei neue Zimmer für die neuen Barone. Aber ich mache das dann hier genauso. So. Wobei, das brauche ich dann ja nicht. Hier oben erstmal. So. Dann brauche ich 5. Und so. Genau. Wie sieht es eigentlich mit Pigtail aus? Cloth. Haben wir gerade mal 3. Seeds haben wir jede Menge, aber... Was haben wir allgemein so an Cloth? Jede Menge Wollknopf und 3 Pigtail. Construct Language. Wir haben noch einen Baron. Was auch immer wir mit so vielen Baronen sollen. Die zufällig mit anderen Baronen verheiratet? Wo finde ich denn die? Ah, da.
Das ist dein Raum. Nö, du bist mit jemandem verheiratet, schade. Okay, das heißt, wir brauchen hier noch einmal das Ganze. Ups. Nicht so. Zu viel des Guten, so. Und so. Und auch hier. So. Gut, das heißt, wir müssen in unsere Workorder mal gehen. Türen brauchen wir dann neue. Betten brauchen wir insgesamt vier. Wir brauchen acht Tische fürs Arbeitszimmer und so weiter. Wir brauchen Weapon Racks. 4. Rock Armor Stand brauchen wir auch 4. Rock Cabinet. 4. Rock Koffer. 8. Rock Statue. 4. Ach ja, und Rock Thrones brauchen wir 4 mal 3. 12. Rock Throne. Zwölf. So. Soweit, so gut. Hier waren sie noch nicht sonderlich fleißig. Oh, Hufe werden hier gerade auch verarbeitet. Aber Zähne könnte ich auch verarbeiten. So, Ivory Tooth Crafts können wir auch herstellen. Ich verstehe gerade nicht, warum die Lautstärke so leise ist. Hängt das auch mit dem Pitch zusammen?
So, machen wir mal das so. Return to Game. So. Es ist halt auch interessant, dass das ganze Blut außerhalb nicht weggewaschen wird. Auch interessant, das ist ein Refuse-Stockpile, der allerdings nicht richtig eingestellt wurde. Also ja, tief wird sollte hier gelagert werden. Aber das sollte nicht gelagert werden. Keine Corpses. Keine Körperteile. Aber alles andere. So. Und ich hätte gerne 20 Bins hier. So, dafür sollen hier draußen eigentlich Corpses, aber keine Tiefs gelagert werden. Ich weiß nicht, warum da Tufs gelagert werden. Also das zählt als Bodypart. Vor allem keine Bins sollen hier draußen benutzt werden. Okay, die Zähne von denen zählen scheinbar nicht. Wie sieht's hier aus? Wird langsam. Und ja, ganz ehrlich, das hier sollte ich auch mal ein bisschen smoothen. Am besten alles, dass es schön einheitlich aussieht. So. Und ganz ehrlich, hier können wir dann auch smoothen mal ein bisschen.
können eigentlich mal alles, was außerhalb des Lagers ist, auf dieser Ebene smoothen. Okay, jetzt buddeln sie wieder hier. Weil hier sind sie fertig. Und hier können wir auch mal die ganzen Steine zum Abtransport markieren. Sobald die Zimmer fertig sind und unser Refuse-Stockpile unter der Erde ist, werde ich erstmal die restlichen Stockpiles hier öffnen. Was auch wichtig ist. Und werde mal umorganisieren mit allen Stockpiles, die wir haben. Was ist mit dir? Store Item in Bin, okay. Achso, haben Sie. Achso, Sie haben wieder Onyx ausgegraben. Steht eigentlich. Onyx ist, glaube ich, ein Dings. Stone Use. Onyx ist, glaube ich. Nee, Obsidian wäre eins. Aber nee, Onyx ist. Keins, Onyx ist ein Edelstein, gell? Cut Gems. Das müssten, glaube ich, War Gems sein. Oder Rough Gems, also rohe. Ja. Stones habe ich verdammt viele. Limestone, Chalk. Bisschen Clay, okay. Gut. Warum zur Hölle wirft der jetzt ein Tantrum? Stukos, was ist los? Ist der Posten verflucht? Das soll mir mal einer erklären, was hier los ist.